Hallo zusammen, ich bin mal wieder unterwegs. Diese Woche im September, Anfang September, bin ich mit meiner Gattin und machen eine Wanderung für Anfänger. Heute wollten wir mit der Nebelhornbahn hochfahren zur zweiten Station und das war so voll gewesen. Die Schlange stand bis außerhalb der Halle, weit in der Straße hinaus. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Was gibt es Alternative? Wir gehen heute diesen Berg hoch zur Seealpe und man schreibt uns anderthalb Stunden. Und wir sind hier schon, weiß ich, auf einer Höhe von 950 Meter. Also wir haben 100 Meter schon geschafft. Und ich warte hier auf die Gondel, die hier mit 50 Personen oder noch mehr über mir vorbeigeht. Aber es kommt und kommt keine. Ich weiß nicht, ob die eingestellt haben, weil im Nachbarort ist Viehscheid. Und da haben die nicht so viel Personal, kann natürlich sein. So, hinter mir, vielleicht zu sehen, ist noch Oberstdorf. Und jetzt ruft meine Frau, sie kommt, die Gondel. Diesen Spaß hätten wir auch haben können, aber uns hat das einfach zu lange gedauert. Ja, dann wollen wir weiter. Wir sind richtig am Schwitzen, es ist richtig warm hier. Ich denke mir mal so um die 25 Grad in der Sonne. Ja, aber es kommen noch viele schattige Bereiche, wo wir uns ein bisschen erholen können. Naja, dann viel Spaß noch auf der Seealptour. So, vor der Bergregion, also im Vordergrund, ist die Vierschanzen, der Vierschanzenbereich zu sehen. Da sind die Kräfte am Arbeiten. Ja, haben ja auch noch ein, wie viel ist das, ein Vierteljahr Zeit, um diese Schanzen zu präparieren. Dann geht ja die Vierschanzentournee wieder los. Mächtige Baustelle. Ja, viel Verkehr, Baustellenfahrzeuge. Ja, belästigen uns hier in der schönen Bergregion. Was uns gerade hier auffällt, ist diese Sperrbanderolen, die wir hier links und rechts sehen. Die sind schon gespannt für den Viehscheid, für diesen Abtrieb, damit dieses Vieh nicht links und rechts ausbüchst. Da haben sie immer gefragt, sie dachten vielleicht für die Baustellenfahrzeuge, aber nein, ne? Das wird für den Viehscheid gedacht sein. So, und wir haben immer noch was vor uns. Bestimmt noch eine Dreiviertelstunde bis zur Seealpe. Thank you.
12 Monate nicht mehr gewandert ist, schlägt die sich wirklich wacker. Klasse, freut mich. Ich habe noch nie so einen Ausblick gesehen, oder? Nee. So hoch waren wir, glaube ich, noch nie. So hoch waren wir noch nie gewesen. Das ist. Ja.
weiß gar nicht, was für ein Ort da unten ist. Ist das Fischen oder? Die letzten Winterreste. Ja, Montag, wo wir hier oben waren, da war schon eine geschlossene Schneedecke. Aber durch die Wärme alles wieder weg. So, wir sind wieder zurück. Wir sind in Oberstdorf im Kurpark. Also das war ein Tag, ja, wir wollten eigentlich mit der Nebelhornbahn zur zweiten Station fahren, 2000 Höhenmeter, wollten dann eine 2-Stunden-Runde drehen. Aber erstens war die Schlange unten zur Nebelhornbahn in der Talstation so voll gewesen. Da habe ich gesagt, nee, da stehst du ja 1,5 Stunden. Und da sind wir dann kurz entschlossen, bis zur Seealpe, wie unterwegs schon gesagt, sind wir dann da hochgewandert. War sehr anstrengend gewesen für uns, weil wir nach einem Jahr wieder erst wieder das Wandern erlernen müssen. Aber wir haben es geschafft. Und dann wollten wir eigentlich dann runterfahren, dann fiel uns ein, ach, wir waren noch gar nicht ganz oben gewesen, am Gipfel vom Nebelhorn. Das können wir eigentlich machen, das haben wir gemacht. Also das haben wir nicht bereut. Also so einen Blick über die Alpen, das hat man noch nicht mal im Fernsehen gesehen. Also traumhaft. Und da ich ja nicht schwindelfrei bin, war das für mich schon eine Herausforderung. Also ich musste ganz schön mutig sein, um da nicht wieder kehrt zu machen. Ne? Aber ja, und ich habe da ein paar Bilder eingefangen. Ich weiß gar nicht, ob die geworden sind durch meine Zitterei. Aber ich hoffe, wir haben es gar nicht oben lange aufgehalten. Wie gesagt, jetzt sind wir in Oberstdorf, jetzt gehen wir noch ein Bierchen trinken. Da darf ich mich wie immer bei euch bedanken, dass ihr reingeschaut habt von den Amateurwandern. Einen lieben Gruß nach Hause. Bis bald.